Hallihallo und herzlich willkommen zum ersten Part des Dragos-Projekt von Drago Basler. In diesem Projekt können jeder Let's Player zusammen spielen und ja, in verschiedenen Welten besondere Dinge machen. Also ich kann euch mal kurz die Welten zeigen. Also es gibt verschiedene Welten, zum Beispiel das ist die Amplifit-Welt. Das ist eine Welt, die den Zufallsgenerator zerklüftet hat. Dann haben wir Moment kurz. Wie machen wir das schon wieder? Einfach nur MV. Nein, das ist die normale Liste. AMV List. Genau. Dann haben wir eine Plotwelt, also eine Grundstückswelt, da dürft ihr bauen, in aller Ruhe. Eine Miningwelt, die ist sehr wichtig, weil dort erfarmt ihr Rohstoffe, bitte also nicht in diesen Welten, damit ja der Untergrund und so nicht zerstört wird, weil vielleicht machen wir auch mal etwas im Untergrund oder sonst was. Also die Amplifid-Welt ist eine reine Bauwelt, kein PvP bitte und ja auch keine Griefing-Sachen, alles einfach nur bauen. Die normale Welt wird dann gelöscht, die Plot-Welt ist die Spawn-Welt und es wird noch mehr Welten geben, neben eine PvP-Welt, eine Gildenkampf-Welt, eine moderne Welt und eine Mittelalterwelt, und wenn ihr Bock habt oder Ideen, dann könnt ihr das gerne mir auch unten in die Kommentare schreiben, was für Welten noch dazu kommen sollen. Also wir beginnen hier in der Amplifid Welt und gehen rüber zur Mining Welt, um uns die ersten Rohstoffe zu sammeln. Da können wir noch Day machen, sonst haben wir es zu schwer. Bauen wir hier also mal ein bisschen Holz ab. Das Texture Pack ist Flows HD. Eines meiner Lieblings Texture Packs, also Resource Packs. Weil es sehr ja, neutral ist, eher also ein bisschen realistischer und nicht so Augenkrebs machend, habe ich das jetzt gewählt, das Let's Play Texture Pack. Aber könnt ihr gerne noch bessere mir nennen, wenn ihr welche gefunden habt. Und ja, es muss euch gefallen, nicht mir. Und ich hoffe, wir haben schon bald die ersten Let's Player, also einen haben wir schon, der hat sich angekündigt, Dankeschön dafür. Und die weiteren kommen hoffentlich, wenn das Video, das Ankündigungsvideo, ein bisschen berühmter wird. Also unterstützt mich und pusht das Video ein bisschen. Wäre ich sehr dankbar. Jo. Und es macht dann natürlich immer wie mehr Spaß, je mehr Leute wir haben. Und auch desto ja, cooler wird es dann mit den Gildenschlachten und alles Mögliche. Das wird der Hammer. Ich werde dem Projekt sehr viel Freiheit geben. Ja, außer Griefen, Zerstören, Töten und so ist eigentlich alles erlaubt. Ihr könnt das Grundstück auch sichern lassen. Dann, ja, dann können die anderen natürlich nichts mehr abbauen dort und so. Ich kann die Grundstücke einem anderen Let's Player noch dazufügen. Also hinzufügen, wenn ihr mal jemand einladen wollt, der auch gerne etwas bauen will auf eurem Grundstück oder so. Und ja, euer Grundstück kann eigentlich so groß sein, wie ihr wollt. Also ihr müsst es eigentlich nur bebauen. Also ich werde nicht sichern, dass nicht bebaut wird. Also entweder eine Weide oder ein Haus oder irgendwas sonst. Weil ungenutzte Fläche einfach reservieren geht bei uns nicht. Das ist unnötig, da kann sonst niemand anders etwas bauen, der dort gerne bauen möchte oder so. Ich habe mein Grundstück schon gesichert. Ich habe mich halt
dort bei dem dunklen Wald angesiedelt, weil ich mag irgendwie dunkel. Und ja, in der Nähe waren nur so ein bisschen Birkenwald und ein bisschen Schneebiom, mehr nicht. Und wir bekommen fast keine Setzlinge. Eigentlich warte ich ja auf Setzlinge von Birken, aber irgendwie geht das noch nicht so recht. Droppen. Okay, einen haben wir. Also, gehen wir ein bisschen meinen. Machen wir hier eine Mine. So. Stein abbauen hier. Ja, wie gesagt, hier in der Mining-Welt dürft ihr alles abbauen, was ihr wollt. Bitte baut hier keine Siedlungen, weil nach einiger Zeit, wenn wir alles durchwühlt haben, wird die Welt gelöscht und das wäre dann schade, wenn ihr euer Hab und Gut verliert. Also in der Mining-Welt müsst ihr schauen, nichts abbauen. So, wir haben 14. Dann machen wir uns eine Steinspitzhacke zuerst. Eine Axt. Und dann geht's noch. Ja. Genau, da habe ich 14 gemacht. So, Delle. Dann müssen wir uns noch hier ein paar Körner nehmen. Noch ein paar Blumen. Dann gehen wir zurück. So, jetzt müssen wir hier ein Haus bauen am besten. Bauen wir uns diesen Baum hier ab. So, noch ein bisschen höher, damit wir alles erreichen. Das ist ein gigantischer Baum. Da können wir eigentlich das Haus direkt aus diesem Holz machen. Dann haben wir nämlich schon mal genug. Und hier ist irgendwo ein Zombie, da müssen wir aufpassen. Machen wir uns Holzkohle, damit wir ein bisschen ausleuchten können, sonst ist es zu schwer. Machen wir uns diese Sachen. So, verbrennen die Birken. So, Holzbretter. Machen wir uns ein kleines Haus hier. Und hier ist schon der Zombie. Aber kein Problem für unser Skill. Ja, das machen wir so. Das ist Erde. So. Ja, die Öfen muss ich noch oben platzieren. Mit den Baum auch noch hier. So. Gut.
Das sind zwei, das sind noch zwei. Sehr gut. Jetzt haben wir Holzkohle, machen wir Fackeln. Sehr wichtig. So, Delle. Noch ein bisschen Holz rein. Und jetzt eine Tür. Zwei, also Doppeltür. Sehr gut. Ja, noch nicht keinen Stein. Müssen wir noch holen. Also, slash del home house slash set home house. So. Also das haben wir. Jetzt machen wir Holzkohle rein und ja, da müssen wir halt ein bisschen Schwarzeichen nehmen. Wir brauchen noch ein paar Fackeln. Und Essen brauchen wir auch bald. Das müssen wir holen in der Farming Welt. Da machen wir uns noch eine Fackel. Eine Fackel. Eine Kiste. So. Und hier die Setzlinge rein. Jetzt wieder in die Farmwelt. Oh, hier ist es auch dunkel. Wo war unsere Mine? Da. Wir brauchen Eisen. Aber irgendwie überhaupt, also gibt's hier nichts außer Stein und Erde. Wenn nicht Nacht wäre, könnten wir jetzt hier jagen gehen, aber leider ist es Nacht. Ah, hier ist wenigstens mal Kohle. Buddeln wir das aus. So. Ah, richtig viel. Und es gibt auch EP. Können wir bald etwas enchanten. Wir brauchen aber einen Zaubertisch. So, Dalle.
hier weiter. Weiter runtergraben. Dann ist die Chance für Eisen ein bisschen höher. So was. Wir finden nichts. Müssen wir wahrscheinlich in eine Höhle gehen danach. Wir machen nur unsere Spitzhacke kaputt. Ah, hier ist Eisen, oder? Ja. Wir haben Eisen gefunden. Toll. Können wir direkt eine Eisenspitzhacke machen? Vielleicht ein Eisenschwert. So. Crafty Bench, erscheine. Öfelchen. Du füllst dich mit Kohle und brennst das Eisen. So. Haben Kohle, wir haben Pflastersteine. Machen wir schon mal ein Schwert. So, sind wir gewaffnet. Noch drei. So, Dele. Yeah. Also gehen wir nach oben. Jetzt haben wir unser Schwert und können uns auch ein bisschen besser verteidigen.